Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video zeige ich dir alle Erneuerungen in InDesign mit dem großen 2018 Adobe Creative Cloud Update. Die erste Erneuerung fällt gar nicht auf, aber ist super praktisch, weil es gibt jetzt eine Integration mit Duden-Wörterbüchern. Das heißt, du kannst deine Texte rechtschreibprüfen auf Basis von den Duden-Wörterbüchern und so sollten Fehler noch mehr vermieden werden. Die zweite Erneuerung ist das Arbeiten mit Endnoten. Und das macht es ziemlich praktisch, wenn man zum Beispiel eine Bachelorarbeit schreibt oder whatever, wo man sehr viele Endnoten hat, kann man jetzt einfach hier, wenn man rechtsklickt an dem Punkt oder sagen, wir möchten hier hinter Microsoft Word eine Endnote erstellen, können wir hier Endnote einfügen. Wir werden automatisch auf eine neue Seite gebracht, die erstellt wurde, wo wir jetzt einfach hinschreiben können, Anwendung von Microsoft. Und können automatisch hier wieder zurückgehen und die haben hier schon automatisch die kleine 1 und haben unten die Endnote. Und wenn wir hier die 1 editieren, bleibt die Endnote natürlich erhalten. Was super praktisch ist im Workflow mit Endnoten, wenn man Quellenverzeichnis und sowas machen muss. Was es auch Neues gibt hier im Textbearbeitungsmodus, nenne ich ihn jetzt mal, sind die sogenannten Rahmen oder die Absatzrahmen, so heißen sie. Man kann hier Rahmen erstellen und kann, wenn man mit der Alt-Taste gedrückt, hier auf diesen Rahmen-Ding, kann man Rahmen um seinen Text erstellen. Das heißt, man kann hier verschiedene Dicke machen oder Breite, wie man das möchte, und kann so quasi seinen Text einrahmen, wie man das halt gerne hätte. Was man auch in InDesign verwenden kann, was auch in Illustrator hinzugekommen ist, die Cloud-Unterstützung mit Text. Wir sehen sie hier schon, das hatte ich bei Illustrator erstellt. Wir können einfach bestimmte Texte einfach in unsere Creative Cloud reinschieben und können sie einfach dann hier einfügen. Genau im gleichen Stil. Das heißt, so kann man bestimmte Slogan oder was man halt für Texte, die man immer wieder verwenden möchte oder auf verschiedenen Geräten verwenden möchte oder in verschiedenen Programmen kann man hier jetzt immer verwenden. Wo sich auch noch ein bisschen was geändert hat, ist im Schrifttool. Hier hat man jetzt die Möglichkeit, wenn man jetzt nach einer Schrift sucht, nach bestimmten Klassen zu filtern. Das heißt, man kann hier nach Serifen, dekorativen, handschriftlichen Arten suchen und hat so noch mehr Möglichkeit, direkt das zu finden, was man möchte. Und ein weiteres Feature, was man hier hat, ist, eine ähnliche Schriftart anzuzeigen. Also Schriftarten, die ähnlich aussehen, wie man die schon hat oder die man gerade verwendet, um vielleicht nur kleine Abwandlungen zu machen, weil man die aktuelle halt nicht so schön fand. Was auch noch verbessert wurde, ist das Export von HTML. Das heißt, wenn man sowas als HTML exportieren möchte hier, HTML, wird der Script sauberer geschrieben, beziehungsweise der Code, sodass Entwickler ihn besser nutzen können, was natürlich noch vorteilhafter ist, wenn man so etwas braucht. Natürlich wurde es, wie in allen anderen Adobe-Programmen auch, an der Stabilität, an Ladezeiten gearbeitet, sodass alles stabiler und besser läuft und ein verbessertes, barrierefreies Exportieren von PDFs soll jetzt in InDesign auch möglich sein. Das war schon mit den ganzen Erneuerungen, waren gar nicht so viele, aber auf jeden Fall praktische. Und wir haben auch noch zu den ganzen anderen Adobe-Programmen Videos gemacht, was Neues gibt. Und wir haben auch einen Grundkurs, wo wir in 5 Videos zeigen, wie du mit InDesign umgehen kannst. Falls du ganzer Neuling bist und deine eigenen Projekte damit umsetzen möchtest, helfen dir diese 5 Videos dabei, deinen Einstieg in InDesign zu finden.